Mexiko ist nicht nur ein beliebtes Reiseziel für Badeurlauber. Einige Touristen suchen hier auch die Rauschwirkung von psychedelischen Zauberpilzen, sogenannten Magic Mushrooms. Der Kult um den Pilz hat eine lange Geschichte. Auch den Drogentrip als Touristenattraktion gibt es bereits seit ein paar Jahrzehnten. Drogentourismus, eine seltsame Bezeichnung. Der Pilz ist eine Naturdroge und wird hier als harmlose Selbsterfahrung für etwa 10 Euro angeboten. Aber wie wirkt der Rausch wirklich? Immer wieder höre ich von Horrortrips auf Pilzen. Ich werde eine Gruppe Touristen begleiten und in einem Selbstexperiment genau das herausfinden. San José del Pacífico ist vor allem für eine Sache berühmt: die halluzinogenen Pilze der Sorte Psilocybe mexicana. Der Konsum ist offiziell zwar verboten, aber trotzdem haben sie dazu beigetragen, San José zu einem recht beliebten Touristenstopp zu machen. Also selbst Reiseführer sagen, San José ist ein Ort, an dem man Pilze nehmen sollte. Ursprünglich suchten die mexikanischen Ureinwohner mit Hilfe der Pilze den Kontakt zu den Göttern und erhofften sich Heilung oder Antworten auf Lebensfragen. Wird hier eine uralte Tradition zum neuen Innenrausch einer reisenden Drogenszene? Ich bin gespannt, welche Wirkung die Pilze bei meinem Selbstversuch auf mich haben werden. Die Frage ist ja, die ich mich hier stelle, wenn ich die Leute beobachte und wenn ich hier so ankomme, ist, wie ernst meinen die Leute das? Also wie sehr geht es ihnen darum, wirklich mit Hilfe von Pilzen eine Lösung für ihr Leben oder für ein Problem zu finden? Oder wie sehr ist das eigentlich im Club nur oben auf dem Berg? Daran, dass spirituelle Trips Probleme verschwinden lassen, glaube ich nicht. Trotzdem will ich wissen, was der Pilz mit mir macht. Vor meinem eigenen Test will ich zunächst mehr über die Effekte, aber auch über den Konsum der Droge erfahren. Warum hast du dich entschieden, Pilze zu nehmen? Es gibt verschiedene Dinge, die einen erfüllen. So sehr ich das Stadtleben auch mag, es gibt auch andere Dinge zu erkunden und auszuprobieren. Es ist eher wie, ich habe schon dies gemacht und das gemacht und jetzt will ich eben was Neues. Und danach werde ich vielleicht was anderes machen, zum Beispiel einen Extremsport. Einfach was Neues. Jeder empfindet den Rausch bei Pilzen anders. Die Wirkung hängt dabei sowohl von der Stimmung als auch der Umgebung ab. Bei psychisch labilen Menschen oder in Kombination mit Alkohol kann der Pilz unvorhersehbar wirken und zum Beispiel zu Angstzuständen führen. Neben dem Pilzhut können beim mexikanischen Kahlkopf auch die unterirdischen sogenannten Trüffel frisch getrocknet oder als Tee konsumiert werden. Wow. Die ersten Auswirkungen der Pilze kann man schon nach etwa 10 Minuten spüren. Und sie können bis zu 8 Stunden andauern. Mögliche Folgen sind beschleunigter Herzschlag, Halluzinationen und Glücksgefühle. Aber eben auch Horrortrips und wiederkehrende Flashbacks. Ich werde die Gruppe jetzt verlassen, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass wir, also ich, das Team, die Kamera, dieses riesige Mikrofon über mir, die Wirkung hat, als würden Eltern mit in dieser Gruppe dabei sitzen. Also alle sind so ein bisschen verhalten. Ich glaube, sie wünschen sich auch, dass wir gehen, damit sie in Ruhe ihre innere Reise in der Natur antreten können. Pilze wie der mexikanische Kahlkopf wurden bereits vor Jahrtausenden von den Ureinwohnern genutzt. Im letzten Jahrhundert löste er jedoch einen regelrechten Hype aus. Scharen von Hippies und angeblich auch die Beatles pilgerten für Pilztrips nach Mexiko. Aber auch Forscher wie der Erfinder des LSD, Albert Hofmann, analysierten die psychoaktiven Wirkstoffe Psilocybin und Psilocin. Bei psychisch labilen Menschen können die Pilze Panikattacken oder Psychosen auslösen. Aber in Studien mit menschlichen Probanden wurden auch positive Effekte belegt. So soll der Wirkstoff des Pilzes zum Beispiel bei Depressionen helfen. Genau wie in Deutschland sind die Pilze auch in Mexiko illegal. Allerdings werden die Mushrooms bei der indigenen Bevölkerung toleriert. Da es aber kaum Kontrollen gibt, ist es auch für Thilo einfach, an die Pilze für seinen Selbstversuch zu kommen. Das sind die Pilze von hier, aus San José del Pacífico. Okay.
Okay. Aber ich habe auch noch diese Trüffel hier. Die sind stärker. Das ist die Dosis für eine Person. Die werden angebaut und die anderen kommen aus dem Wald. Okay. Offensichtlich ist der Bedarf in San José an Pilzen so hoch, dass nicht mehr auf die Saison gewartet wird, sondern Ganzjahresbetrieb. Vor 10 Jahren gab es weniger Touristen. Es gab viele Pilze, aber kaum Touristen. Jetzt hat sich das geändert, da viel mehr Leute die Pilze kennen und es sich rumspricht. Aber was steckt hinter dem Pilzhype? Die Berichte über die unberechenbare Wirkung machen mir Angst. Daher will ich mein Experiment mit einem Schaman und einer passenden Begleitung erleben. Ich treffe Ayren, Journalist und Autor, der seine Drogenerfahrung in Büchern beschrieben hat. Seit fast 10 Jahren lebt er in Mexiko und hat die Geschichte und Wirkung des Pilzes ausgiebig studiert. Würdest du sagen, dass der Pilz eine Droge ist oder ist der Pilz eher eine Medizin? Das ist keine Partydroge. Ja. Das geht richtig tief. Und der Pilz nimmt dich an die Hand normalerweise. Der Pilz führt dich und führt dich zu dir selber. Viele Menschen vergleichen die Pilzerfahrungen mit persönlichen Ereignissen, wie zum Beispiel der eigenen Hochzeit oder der Geburt des eigenen Kindes. So stark? Ja, man feiert natürlich gerne eine Hochzeit, aber man macht sich jeden Tag. Ich denke mal, dass es gut ist, sich von Leuten führen zu lassen, die eine jahrhundertealte Tradition überliefert haben im Umgang mit der Substanz. Ich werde Pilze nehmen und würde mich freuen, wenn du mich dabei begleiten würdest, wenn du mir zur Seite stehst. Ich weiß nicht, wenn du das Gefühl hast, ich bekomme Angst oder irgendwas läuft schief, dass du mich in den Arm nimmst. Oder was auch immer dann die richtige Methode ist, dass ich mich nicht unwohl fühle. Das machen wir auf jeden Fall, ja. Das finde ich schön. Gemeinsam mit Ayren mache ich mich auf den Weg zu Paco. Der Schamane kennt sich aus mit der Anwendung der Pilze und den dazugehörigen Ritualen. Dazu zählt auch das Temazcal, ein Dampfbad, das traditionell zur Heilung von Krankheiten besucht wird. Sie sind überall in der Region zu finden und auch ohne anschließenden Pilztrip eine Touristenattraktion. Temazcal ist ja so eine geistige und körperliche Reinigung, die dich darauf vorbereiten soll, dass du für die Pilzerfahrung möglichst unbeschwert und sauber reingehst. Beim Anblick der Hütte weiß Thilo nicht, was ihm mehr Angst macht. Der Pilztrip oder das Dampfbad im Vorfeld? Da kommen immer mehr Menschen raus aus diesem winzigen Zelt. Ich finde es ja schon schwierig, Leute zu umarmen und dann mit ganz vielen Leuten nackt in so einem Zelt zu sitzen und so krass zu schwitzen und alle sehen aus, als wenn sie gleich umfallen. Was ich denke ist, Alter, die trinkt das Wasser, das kommt aus dem Fass da. Oh, es ist eklig. Ich glaube, ich bin so wahnsinnig deutsch. Ich habe nichts gegessen, ich habe nur Wasser getrunken, um mich darauf vorzubereiten, gleich in dieser Hütte eine Stunde lang zu schwitzen, um danach Magic Mushrooms zu nehmen. Die meisten Reisenden, die ich hier getroffen habe, machen sich so gemütlich wie möglich. Ich fühle mich eher unwohl. Es ist ein bisschen auch so wie vor Achterbahnfahren. Ich habe ja ganz große Angst vor Achterbahnen. Und seit 35 Jahren, wenn ich in diesen blöden Wagen reinsteigen soll, um Achterbahn zu fahren, gebe ich das Ticket zurück und mache Entenangeln. So fühle ich mich gerade, nur heute kann ich das Ticket nicht zurückgeben. Thilos Angst ist nicht unbegründet. So haben Forscher festgestellt, dass besonders Menschen, die auch im Alltag häufiger von Ängsten geplagt werden, eher Gefahr laufen, eine unangenehme Pilzerfahrung zu erleben. Ob ein letztes gemeinsames Gebet an Mutter Erde dazu beitragen kann, Thilos Nerven zu beruhigen? Klasokamati. Tata tonatiu. Tata tonatiu. Totatin tonatiu. Totatin tonatiu. Und jetzt geht's gleich los. Oh, ich hab irgendwie Angst. Ich muss ganz schön. Permiso para entrar por mí en mi relación. Ahora tienes que dar la vuelta a todos los niños. Bienvenida, abuelita Piedra.
Oh, Meteo. Hitze und Musik sorgen für tranceartige Zustände in der Saunahütte. Auch wenn noch keine berauschenden Pilze im Spiel sind, bringt das Schwitzritual Thilo bereits an seine Grenzen. Aus diesem Häuschen rauskommen soll so Geburt sein und bereit sein für das, was jetzt kommt, nämlich meine Pilzreise. Er hat mir eben noch mal gesagt, dass er sich darum kümmern wird, dass ich die richtige Dosis bekomme. Ich soll mir keine Sorgen machen. Alten Bräuchen folgend nimmt Paco Kontakt zu den Göttern auf, die Thilo auf seiner Pilzreise beschützen sollen und weiht den Pilz sud. Ich werde jetzt diesen Tee, der aus Pilzen hergestellt werden, die Halluzinogene enthalten, trinken. Das ist ganz schön viel Flüssigkeit. Oh, Meteo. Jetzt geht's los. Da war ein Haar von ihm drin. Ich bleibe so ein bisschen ruhig. Ich habe jetzt ein bisschen Angst gerade. Also keine schlimme Angst, sondern so. Aber es geht langsam los, ne? Irgendwas passiert. Du sollst jetzt gar nichts genommen. Lass einfach auf dich kommen, nicht groß warten. Es ist so ein bisschen wie besoffen, komme ich mir gerade vor. Ich will so ganz viel atmen. Jetzt kommt irgendwas. Es klingelt in den Ohren, krabbelt und so von innen heraus. Und irgendwas muss passieren. So dieses. Ich glaube, langsam gehen die Halluzinationen los. Wabern? Ist das so ein Wabern? Gehört das dazu? Okay. Ich glaube, ich will mich hinlegen. Ja? Ja. Mhm. Nach etwa einer halben Stunde schickt mich der Pilz auf einen unangenehmen Trip. Ich fühle mich panisch, unwohl und bin kraftlos. Mein Herz beginnt heftig zu schlagen und die erste Phase der Pilzreise setzt ein. Das Schöne, wo habe ich solche Angst zu? Ich habe solche Angst zu. Wovor hast du denn Angst? Ich habe Angst zu sterben gerade. Also es ist auf der einen Seite ganz viel und auf der anderen Seite so, also so, was ich erlebe und sehe und auf der anderen Seite, aber ich bin so, ich kann mich kaum bewegen. Ich fühle mich gerade so schwach und habe Angst bekommen, gerade zu sterben, weil ich denke, dass mein Herz das gar nicht kann. Es wird ein Zustand kommen, wo alles in Harmonie läuft. Danke. Es laufen hier, vielleicht gerade der Körper ein bisschen voraus und der Geist ein bisschen hinterher und so. Das muss alles sich noch ein bisschen so einpegeln. Ein bisschen kalt ist mir. Dann denk mal ein bisschen zu. Danke. Meinst du, es reicht? Das reicht. Diese Wellen sind krass. Also ich will die Augen einfach nicht aufmachen. Ist das auch normal? Ist der Iron noch da? Ja, ich bin noch hier. Okay. Willst du mal Musik probieren oder so? Nach etwa 45 Minuten erwacht Thilo langsam aus seinem albtraumhaften Rausch. Die Musik scheint dabei zu helfen. Das ist ganz toll. Ich komme wieder zurück, glaube ich. Also jetzt bin ich in so einem. Ist das super geil. Kein Wunder, dass Hippies nicht zum Sozialprodukt beitragen können. Wenn du den ganzen Tag erstmal liegen musst, bevor es losgeht. Die ängstigende Wirkung der Halluzinogene lässt nach. Aber Thilos Trip ist noch nicht vorbei und seine Wahrnehmung leicht paranoid verwirrt. Boah. Das ist krass gewesen. Oh. Was ist denn das für ein Instrument? Oh. Sind die Musiker jetzt hier?
Oder bilde ich mir dich wieder ein? Ist es schon wieder dieses Spiel, dass ich mir irgendwelche Leute einbilde? Alles gut, ich bilde mir die auch gerade ein. Also sie sind da? Ja. Okay. Gut, dass er diesen kleinen Hündchen dafür da, das ist ganz praktisch. Aber ich bin so ein bisschen verliebt in diesen kleinen Hund gerade. Klebt ein bisschen. Der kleine. Nach 1,5 bis 3 Stunden erreicht die Pilzwirkung gewöhnlich ihren Höhepunkt. Die Effekte können ganz unterschiedlich sein. Thilo lässt sie die Natur auf überraschende Art und Weise erleben. Farben wirken bunter. Und auch ganz unscheinbare Dinge üben eine viel stärkere Anziehung aus. Eine Phase, die auch je nach Dosis noch mehrere Stunden anhalten kann. Brombeeren. Oh. Oh. Das macht aber Spaß. Oh. Für Thilo war der Trip eine intensive, aber auch erschreckende Erfahrung, die ihm gezeigt hat, dass die Pilze kein harmloser Partyspaß sind, sondern zu Ängsten und Kontrollverlust führen können. Auch wenn es alles ganz toll ist, ich dachte, ich sterbe. Das ist auf jeden Fall ein anstrengender Weg, den man da gehen muss. Wie alle Drogen versprechen auch die Pilze keinen Rausch ohne Risiken und Nebenwirkungen. Gerade Dosierungsfehler oder Mischkonsum mit anderen Drogen können unangenehme Folgen haben. Die Menschen der Region haben mit den Pilzen eine alte Tradition wiederbelebt, die Urlauber aus aller Welt in die Berge führt. Der Ort war wirklich wunderschön, aber der Pilztrip war für mich so furchtbar, dass ich ihn nicht wiederholen werde. People like me. You make people like me.